Hallo und herzlich willkommen hier auf Lorella.de. In diesem Video behandeln wir Reflexion und den Spiegel, also wie ein Spiegel funktioniert. Nun, jeder von uns kennt einen Spiegel. Ihr habt sicher auch schon mal in einen Spiegel geschaut oder beobachtet, wie ein Spiegel, auf dem Licht geworfen wird, das reflektiert. Und wir haben jetzt vorhergehend, wie schon mal gesagt, dass Licht gestreut wird an den Objekten und dadurch zum Beispiel der ganze Raum hell wird, weil es in alle Richtungen streut. Jetzt ist beim Spiegel aber genau anders. Ihr habt das vielleicht mal gesehen, das möchte ich zuerst mal ein kleines Experiment euch zeigen. Wir nehmen hier einfach einen handelsüblichen Spiegel und einen Laserpointer. Dieser Laserpointer hat die Farbe Rot. Wenn ich jetzt hier den Spiegel nehme und hier drauf zeige, seht ihr, ist der rote Punkt. Und umso steiler ich den Winkel hier ansetze, umso steiler geht auch der reflektierte Strahl wieder weg. Ihr seht den roten Punkt da. Und die Verbindung von Spiegel zu rotem Punkt, das ist der Lichtstrahl. Das heißt, ihr habt gesehen, je nachdem, wie ich da einstrahle, ändert sich auch die Reflexion. Nun fangen wir erstmal an, das alles so aufzuschreiben. Wir haben festgestellt, ein Spiegel streut also nur in eine Richtung. Ihr habt gesehen, es gab nur einen Punkt hier oben und nicht mehrere. Also ein Spiegel streut nicht nach allen Seiten. Sondern er reflektiert es in eine bestimmte Richtung. Und jetzt haben wir vorhin gesehen, die Richtung war davon abhängig, wie wir eingefallen sind. Und wenn man sich das überlegt, wir hatten hier etwa unseren Spiegel und unser rotes Licht fiel hier ein. Wir sagen mal mit einem Winkel, den nennen wir griechisch, also Alpha. Dann haben wir gesehen, umso steiler das angestellt hat, umso steiler ist auch der Winkel oben rausgegangen. Und man kann das im Experiment nachweisen, der Einfallswinkel ist der gleiche wie der Ausfallswinkel. Also wir nennen Alpha Einfallswinkel weil das Licht da einfällt und Beta den Ausfallswinkel. Und es gilt immer, naja, Alpha gleich Beta. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Das kennt manch einer vielleicht, der von euch zum Beispiel Billard spielt oder mit Murmeln spielt oder sonst was, wenn eine Murmel oder eine Billardkugel an die Wand schießt, geht die auch mit dem gleichen Winkel wieder von der Wand weg. Auch da gilt Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, solange die Kugel nicht angetreten ist. So, und jetzt überlegen wir uns mal mit dem Spiegelbild genauer, was passiert, wenn ich in den Spiegel schaue, weil ich sehe ja, wenn ich in den Spiegel schaue, und also die Kamera wäre der Spiegel, dann sehe ich Dinge, die neben mir sind. Das heißt, ich sehe mich selber. Wie kann das sein? Also überlegen wir uns das einmal. Wir nehmen einfach wieder einen Spiegel. Das sei unser Spiegel. Nun nehmen wir einen Lichtpunkt, also zum Beispiel unseren roten Laser, und setzen den mal hier hin. L für Lichtpunkt. Der strahlt natürlich. Wir überlegen uns das mal. Gucken wir uns einfach mal an, was passiert. Sei es so, dass es genau hier drauf strahlt. Nun, es wird natürlich Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, also 90 Grad. 90 Grad, das heißt, es kommt genau wieder zurück. Der Strahl wird zurückkommen. Jetzt überlegen wir uns mal, sei hier unser Auge. Das heißt, dieses Licht können wir gar nicht wahrnehmen. Es trifft ja gar nicht zu uns im Auge. Wir können es also nur dann wahrnehmen, wenn das genau so stimmt, dass der Einfallswinkel der Ausfallswinkel ist und dabei der ausfallende Strahl in unser Auge trifft. So, Alpha.
und Beta. So, diesen Teil können wir jetzt eigentlich wahrnehmen, dieses Licht. Also es kommt von hier, geht an den Spiegel, wird reflektiert und trifft bei uns ins Auge ein. Unser Hirn sagt uns aber, Licht breitet sich geradlinig aus. Das heißt, was wir sehen ist, genau diese Verlängerung. Wir wissen zwar, wie weit das Licht unterwegs war, aber wir wissen nicht, in welche Richtung. Also wir haben den Knick nicht drin. Das heißt, uns wird vorgegaukelt, das Licht käme von hier. Das heißt, was wir sehen, ist eigentlich L'. Wir glauben, unsere Lichtquelle wäre hinten gewesen. Was natürlich nicht war, sie war eigentlich genau neben uns. Aber das kennt ihr, ihr schaut in den Spiegel und denkt, ihr steht euch selber gegenüber oder das Zeug, das nebendran steht, steht weiter weg. Das stimmt natürlich nicht, das ist genau das hier. Und wenn ihr jetzt noch einen weiteren Punkt, also hier ein neues A, einfügt, das sei jetzt ein anderer Beobachter, der in denselben Spiegel blickt, können wir was feststellen, und zwar das Licht, das wir da treffen, das wir da sehen, der Lichtstrahl, der da ins Auge trifft, wäre der hier. Auch den kann ich wieder verlängern. Und es ist genau der gleiche Punkt. Also egal, wie ihr da in den Spiegel reinschaut, ihr habt immer das Gefühl, ihr seht an der gleichen Stelle die Lichtquelle, die wir eigentlich gar nicht haben. Ihr könnt da einfach mal ein bisschen rumprobieren, noch ein paar andere Positionen versuchen. Ihr werdet feststellen, es kommt immer auf dieses L' raus. Danke.